Freunde, jetzt ist Schluss. Gebaut ist er, unser Wokbrenner oder mein Wokbrenner. Die erste Frage, die man sich stellen kann oder die sich einem stellt, ist, braucht man sowas? Ich sag mal ja, nein, vielleicht, könnte sein, ja, warum nicht? Warum baut man verschiedene Sachen? Verschiedene Sachen baut man doch einfach nur, weil man Spaß dran hat, weil man was ausprobieren will oder weil man komplett bescheuert ist. Der Wokbrenner gehört dazu. Ich finde den Wokbrenner finde ich schon cool. Finde ich wirklich cool. Brauche ich den? Nein. Was ist es? Ist es eine Abwandlung von einem riesen Anzündkamin? Warum habe ich nicht einen Anzündkamin gebaut? Oder ich habe ja im Prinzip bei meinem Bruder, das kommt ja jetzt gleich dann hinten dran. Tja, und da geht's das neue Projekt bauen. Und wo geht's da wohl hin? Genau, zur Blechfee, zum besten Schweißer, den ich kenne. Schmutzraum, angezeichnet ist es. Das sind jetzt der Abstand von hier, also wie gesagt, 40 cm. Und ich glaube, das wird gut. Leider passt es 1,5 mm in Edelstahl, nicht so ganz in die kleine Schlagschere. Also einmal abflexen. So, mein Freund, der Megaris. Filmst du jetzt schon wieder, oder? Ah jo, film ich das. Wenn ich da einmal bei der Blechfee bin, für was zu bauen, und ich bis jetzt noch nichts gemacht habe. Ja, dann sage ich ja die Frage, wer baut, ne? Du hast mich nicht flexen lassen, weil du meinen Flexkünsten nicht vertraust. Ich sag grad, wenn wir sind. Das wäre, ach, lasermäßig gerade worden. Nee, aber jetzt schneiden wir es nochmal ab oder ich dafür wieder nicht. Von dem her, soll ja auch gerade werden, hat ja schon recht. Frisch abgeschnitten. Einteilung ist gemacht. Weil jetzt macht man das noch leichter, wie wenn es später gebogen ist oder gerollt. Löcher sind. Ich war nicht an deine Bohrer dran. Löcher sind gebohrt. Und die Blechfee opfert sogar noch ein 5 mm Schweißdraht als Auflage. Der feine Herz nochmal rumgedreht, dass man die schönen Striche nicht sieht. Das gibt die Belüftungslöcher. Die komplette Reihe. Wenn es nicht reichen sollte, bohre ich halt noch ein paar neue. So. Und die haben wir extra schräg angeordnet, aber das seht ihr später, um dass ich das auch eirasten kann. So. Oh, zieh's mal zu dir. Ja. Der Kastel ist im Wetter. Ich glaube, da hat auf der Maschine hat schon eine Kanonenrohre drauf gerollt. Wenn wir jetzt versuchen, das Ding rum zu machen, rund zu machen. Aber wenn der Karosseriebaumeister sagt, das funktioniert, dann wird es auch funktionieren. Ich bin gespannt. Ja, das hast du schon richtig erkannt. Wir. Einer filmt und einer kurbelt. Aber man muss schon sagen, das hat er tiptop gemacht. Gut, jetzt hat er es kaputt gemacht. Nee, das wird schon. Ja, im Prinzip leidet ja nur das Tier da drunter, weißt du, kein anderer. Richtig. Nur weil der andere ein Trottel war. Richtig, das ist so wie deine ganze Kampfhunde, weißt du, was die Geschiss und Zeug machen wegen dem armen Hund und tralala. Und im Prinzip ja, der Besitzer ist das Arschloch, weil der hat mir zum Kampfhund gemacht. Ja. So, aber mal zurück jetzt hier zum Wokbrenner. Der Schweißer muss tun, was der Schweißer tun muss. Hi, was Handy kannst du auch schön reingucken. Das soll ich Zwiebeln. Ja, so ein bisschen Umsetzer halt. Dirk! Bis es kurz genug ist, weißt du? Ja, ja. Dirk, so kann man das auch machen. Da baut man sich eine schnelle Biegemaschine. Das gehen wir zum Abstand her noch richten. So, jetzt. Jetzt zusammenstehen. Na jo. Ja.
Ja, es ist bald geschafft. Noch einmal da außen rumtüdeln. Ja, was ist denn hier passiert? Das hat er, das war mal super, super rund. Das war mal toll. Ich glaube, der Schweißer hat es vergurkt. Jetzt ist es ja eckig. Ich hab's doch zusammengeschweißt, wie du es gebogen hast. Hat das sich doch verzogen? Ja. ich mach mal drauf ein Heft oder was von einer Pfeile oder was drauf. So, jetzt ist das hier zusammengeschweißt. Dementsprechend, wenn ich jetzt hier drin, kann man es dann schön verstellen. So wie das sein soll. Tja, und so geht's jetzt weiter. Dann sage ich mal frohes Feilen. Rausgeflext ist es. Hier unten die Luftlöcher. Wobei ich glaube, dass ich hier noch zwei zusätzliche Löcher mit reinmachen muss. Dann müssen wir hier oben, ich glaube etwa so 10 cm, da müssen wir noch ein paar Löcher reinmachen. Aber jetzt erstmal das gemütliche Rausfeilen von dem Mist hier. So, Freunde, oben nochmal Löcher reingemacht. Das wenn. Ja, wie gesagt, hier mache ich noch zwei große Löcher rein. Dass hier die Luft reinströmt. Und wenn ich hier oben nichts habe, dass die Luft rausströmt, weil ja hier zu ist durch meinen Bock. Und dann erstickt mir das Feuer da drin. Und somit, wenn wir jetzt klar durch die verstellbaren Schlitze, wo wir die Höhe vom Rost verstellen können, die Temperatur ein ganz klein bisschen regeln. Also Temperatur geht ja sowieso nach oben. Aber wenn die Kohlen abgebrannt sind, kann ich es einfach höher machen. Und hier oben den Auslass, dann passt es. Ist auch schon fertig. Unser kleines Bauprojekt, der Wokbrenner. Spannend, ob das so funktioniert, aber jetzt machen wir noch eins. Jetzt räumen wir hier noch auf, dass mein Bruder auch eine saubere Werkstatt hat. Und dann testen wir den mal an. So, ein Stückchen größer. Und da lassen wir uns jetzt ein paar Kohlen durchschmuggeln. Und dann gucken wir, ob wir den Rost hochstellen oder ob wir den Rost unten lassen. Für das haben wir genau dieses. Gut, da kommt jetzt normalerweise noch ein Holz dran. Aber es ist halt so, wenn ich neues Spielzeug habe, muss ich das gleich ausprobieren. Und dann könnte ich das hier rüberstellen und könnte es hochmachen. Aber der Füllstand, der ist gut. Das können wir später machen, wenn die Kohlen gut runtergebrannt sind. Dann können wir das mal höher stellen. Jetzt warten wir einfach mal, wie bei einem Anzündkamin, bis die Kohlen durchgebrannt sind. Bis jetzt bin ich angenehm überrascht. Wenn ich da reingucke, da brennt es schon ordentlich. Also könnte das sein, dass die Luftzufuhr dann doch gut reicht mit den paar Löchern hier unten und den paar Schlitzen. Gut, die Kohlen, die qualmen wie Sau, aber das liegt daran, weil ich die hier eben draußen stehen habe. Und bei uns war es kalt nass und da haben die schon ordentlich Feuchtigkeit gezogen. Aber so im ersten Moment bin ich mal angenehm oder positiv überrascht. Wie man jetzt ganz langsam sieht, jetzt kommt hier die Temperatur. Wie bei einer Edelstahl-Auspuffanlage verfärbt sich das jetzt langsam. Ich bin mal gespannt, ob das bis hier oben dann hochkrabbelt. Aber das sehen wir. Auf jeden Fall, man erkennt es da drin. Die Glut wird langsam. Hier unten die Anzünder sind gerade ausgegangen. Und dem geben wir noch ein paar Minuten. Und dann gucken wir mal weiter. So, noch mal ein paar Minuten drauf. Ich laufe mal außen rum. Sieht man, das verfärbt sich richtig alles. Und klar, das mit dem Edding. Und mit dem Edding erledigt sich, sobald da Temperatur dran kommt. Das wird schon gut. Man sieht ja das Glutbett da unten. Das wirft schon Hitze. Und hier oben, ja, wie beim Anzündkamin auch, haut es hier langsam Flammen raus. Und bis jetzt muss ich sagen, es hat sich ein ganz klein bisschen verformt. Aber das kann auch sein, wo mir aus der Hand gefallen ist. Naja, kann man mit einem Hammer wieder reparieren. Ah, ich habe gerade für mich beschlossen, ich schmeiße da noch ein paar Kohleeier drauf. Einfach einbrennen, hopp, einmal richtig Zunder drauf. Da sollte man dann nicht auf 2 Euro gucken. Ja, man sieht es, er ist ganz leicht eierig. Kann nicht daran liegen, dass er mir mal runtergefallen ist. Ich darf bloß meinen Speiser nicht hören. Nee, und dann, wenn die jetzt noch mit gut durch oder angeglüht sind, und dann packen wir uns dann Bock drauf, weil einmal gescheit Feuer machen, dann können wir den auch gleich mit ausbrennen. Heute leider aus technischen Problemen nur mit der Handykamera. So,
Wir ölen das nur ganz normal Sonnenblumenöl. Ölen wir uns das satt ein und lassen es der Temperatur. Sonnenblumenöl, das hält sich auf jeden Fall bis so 170, 180 Grad. Irgendwann ist dann der Brennpunkt erreicht. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wie gesagt, unseren Lappen, den legen wir uns beiseite. Und immer mal wieder, gerade so grob, einölen. Und das machen wir jetzt, bis alles in etwa ja, noch einen dunkleren Farbton hat. Von dem her, da haben wir jetzt noch ein bisschen Arbeit mit. Man muss sagen, wenn sich das, jetzt sieht man es, das Öl läuft langsam, das spiegelt, das Öl läuft langsam an der einen Stelle weg. Langsam kriegt er auch so einen ganz, ich weiß nicht, ob das, ja, es ist ein bisschen zu hell. Kriegt so einen leicht gelblichen Farbton und das reicht in dem Fall schon. Das ist ein ganz dünnes, ja, relativ billiges Teil. Von dem her, er muss einmal richtig auf Temperatur kommen. Dass es die Rückstände vom Pressen, also die ganzen Öle und Fette und den ganzen Krempel wegbrennt. Und dann passt das. Und wie man ja in dem Fall sieht, wenn ich das Öl hier drauf mache, das Licht. Und dann perlt es hier wunderbar, geht es weg. Und wenn das überall so ist, und dann haben wir es schon geschafft. Dann letzte Tour. Ich habe hier nochmal ein bisschen Fett drin. Oder ein bisschen Fett, ein bisschen Sonnenblumenöl. Letzte Tour, das sieht auch trotz, ich gehe mal hier ein Stück rüber. Man sieht, dass es jetzt einbrennt so langsam. Natürlich kann man sich auch den Spaß machen, Kinder geben kein Acht. Das wird nicht nachgemacht. Man kann da ein bisschen nicht nachmachen. Don't do that at home. Wie gesagt, jetzt lassen wir es noch kurz. Kurz lasse ich noch, also mit dem Licht ist brutal. Jetzt lasse ich noch kurz drauf. Ja, jetzt wegen, ja, bräuchte ein bisschen mehr Sauerstoff, wenn Flammen da sind. Für zum Glühen funktioniert. Den Rost muss ich einmal noch hochstellen, das muss ich noch versuchen im laufenden Betrieb. Aber wie gesagt, jetzt vorrangig erstmal hier noch ein ganz klein bisschen hier, wo das Öl jetzt ist. Und wenn das da dann noch eingebrannt ist, dann reiben wir den ganzen Wok aus und dann passt das. Und dann machen wir uns noch so ein kleines Testessen. Ist zwar Fertigfutter, aber egal. Hauptsache noch ein Testessen auf dem Wok. Nochmal ein herzliches Dankeschön an die Person, die nicht gefilmt werden will, aber mir eine Speicherkarte gebracht hat. Richtig geile Nummer. Danke auf diesem Wege, Thorsten. Finde ich cool. Jetzt sieht man es. Ja, immer noch nicht so wirklich gut. Macht aber nichts. Weil jetzt können wir langsam anfangen. Wir schnappen uns jetzt. Ich habe da gerade so ein ganz klein bisschen Hühnchenfleisch aus dem Discounter. Das passt. Und so ein der Onkel. Jetzt machen wir erst nochmal das. Liebe Kinder, gebt für Nacht. Das wird echt nicht nachgemacht. Und wenn das abgebrannt ist und dann das restliche, das bisschen Fett, was hier drin ist, oder das bisschen Öl, was hier drin ist, das reicht uns allemal. Jetzt müssen wir bloß kurz warten, bis die Flammen weg sind. Weil für die Flammen reicht halt der Luftzug noch nicht. Da müsste ich vielleicht die Löcher ein bisschen, gut, einen Stufenbohrer nehmen, ein bisschen größer machen. Aber sonst bin ich sehr angenehm überrascht, dass das, ja genau, Kirchturm. Ist sehr angenehm überrascht, dass das so richtig geil funktioniert. So, wenn der losschießt, fangen wir auch an. Als allererstes schnappen wir mal unser Hähnchenfleisch. Frisch aus dem Discounter. Das kann für den Test, kann das ruhig herhalten. Ach, Wok-Test die erste. Ich finde es richtig gut. Jetzt schon. Noch nichts passiert, aber ich finde es jetzt schon richtig gut. Den Wok lassen wir oben drauf, weil so soll es ja eigentlich funktionieren. Wenn es jetzt so nicht funktioniert. So, und jetzt nach oben mit dem Kalle. Okay. Das ist schon knackig. Gut, hier fehlen auch noch die zwei Griffe. Weil wenn man es nur als Anzündkamin nimmt, habe ich hier noch später dann zwei Griffe für das umzuschütten. Jetzt ist aber gerade die Frage, wenn ich den jetzt mal, okay, den stelle ich jetzt mal kurz beiseite. Zack. Dann halte ich mich hier kurz und dann muss das zack, zack, ja, it works, würde ich sagen. Jetzt eine Stufe, jetzt stellen wir wieder drauf, plops, eine Stufe höher. Von den, das hat man jetzt gar nicht gesehen, ganz toll. Ich mühe mich da ab, man hat es nicht gesehen. Ja, wie gesagt, mal ganz kurz, sieht man es, das ist ein hier. Im Prinzip
von hier unten eins nach hier oben gemacht habe. Was keiner mitgekriegt hat. Aber egal, es wird. Ist ja nur ein Test. Wenn es dann ein richtiges Wok-Video gibt, und dann machen wir das natürlich alles selber. Aber jetzt ist nur ein cooler Test und so habe ich zwei schöne fertige Produkte, die ich auch gerne esse. Und von dem her, das lassen wir uns jetzt einmal schön aufschmuggeln und dann, ja, dann essen wir das. Ja, Stück für Stück. Das lassen wir jetzt noch 2 Minuten und dann, ja, dann kann ich eigentlich schon essen. Und dann kommen wir mal zu einem Fazit von unserem Brenner, von unserem Wokbrenner, den ich jetzt gerade wieder runtergestellt habe. Sieht man wieder nicht. Den ich jetzt gerade wieder runtergestellt habe. Weil die Hitze oben war mir eigentlich zu viel. Durch das, wo das so eine Fertigsoße ist und eigentlich gar nicht so viel einkochen soll, ja, habe ich ihn schön wieder runtergestellt, komplett. Die Resttemperatur reicht mir, um das mein Essen schön durchzieht, sage ich jetzt mal. Von dem her. Also zum Fazit kommen wir gleich. So, schnell rumrühren. Welch Aroma vom Dunkel. Ja, was soll ich sagen? Das Teil braucht man nicht. Wenn man es aber hat, kann man es auch schon nutzen. Es sind 1-2 Kleinigkeiten, sind mir aufgefallen. Löcher unten, brauche ich nicht unbedingt mehr reinmachen. Das sieht man ja dann im Bau. Aber wie gesagt, braucht man nicht mehr reinmachen. Da zieht genug Luft unten bei, strömt genug Luft durch und oben strömt auch genug Luft wieder aus. Das passt soweit zu 100%. Unser Mechanismus, um das sich das arretiert und verstellen lässt, der funktioniert auch. Nur mit einer kleinen Besonderheit. Wir haben sie jetzt, glaube ich, auf 1,5 cm gelassen, die zwei ausstehenden Bolzen. Das andere, klar, muss der Griff noch dran. Wie gesagt, auf 1,5 cm. Wenn das beladen ist durchs Gewicht und dann ein klein bisschen zu schnell bewegt oder was, und dann kippt mir das eine fast rein. Also wie gesagt, da müssen einfach 2 Muttern drauf oder 2 Schweißpunkte, um dass es nicht reingeht. Und dann schon passt das wieder. Von dem her, muss echt sagen, ich bin von dem Ding mehr wie überzeugt, weil es funktioniert. Es bringt eine Mordstemperatur. Ich kann die Temperatur, ja, regeln ist falsch ausgedrückt, aber durch das, wo ich sie verstellen kann, im 15 cm kann ich sie hier verstellen, die Temperatur. Natürlich, die Temperatur steigt immer nach oben. Aber wenn ich jetzt mal, wenn meine Kohlen ein bisschen mehr abgeglüht sind, und dann kann ich sie einfach ein bisschen hochfahren, zack, direkt untern oder fast direkt unter meinen Bock, und schon passt es wieder. Von dem her, so ein Ding zu bauen, muss man nicht machen, kann man mal machen, wenn man an sowas Spaß hat. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht missen. Ich finde es gelungene Sache. Ja, ich kann euch ja gleich sagen, das Ding hat alles in allem 22 Euro gekostet. Das kostet heutzutage einen Anzündkamin auch. Und das einzigste Problem ist, ein Anzündkamin, der hat oben, ich müsste jetzt mal gucken, hat oben vielleicht 15 cm, der hat jetzt oben 23 cm. Natürlich gehen da noch mehr Kohlen rein. Darum haben wir das verstellbar gebaut. Dass man, wenn ich ihn als Anzündkamin nutzen will, was durchaus möglich ist, ich muss gerade mal rumrühren, was durchaus möglich ist, dann kann ich ihn als Anzündkamin nutzen. Ganz normal, und kann mir nur meine Kohlen für den Grill, für den Smoker, für was auch immer, nur meine Kohlen aufheizen. So, und schon gut. Fertigprodukte sind schon gut. Wie gesagt, kann mir nur meine Kohlen aufheizen. Wenn ich es aber so nutzen will wie das jetzt, finde ich das eigentlich, es ist ein nices Gimmick. Also es ist, ja, es ist schön zu haben, also nice to have. Es ist lieber haben wie brauchen, aber man braucht es auch nicht wirklich. Das ist was, gemütlich zusammensitzen, wieder so ein bisschen Lebensqualität. Mit Freunden zusammensitzen, gemütlich hier oder um den, so wie es ja beim Grillen auch ist, um den Grill rumstehen, gemütlich eine Wurst essen, philosophieren, auch ein Bier trinken, klar. Aber, und so ist das mit dem Wok auch. Ich sehe mich schon auf dem nächsten Kindergeburtstag genau da stehen und mit dem Wok irgendwas Chinesisches, gerade mit Nudeln, und wenn es Nudeln mit Tomatensauce sind, einfach auf dem Ding zu machen und die Kinder sagen, oh, Nudeln mit Tomatensauce vom Grill.
obwohl es ja eigentlich nicht Grill ist, aber da haben Kinder Spaß dran. Und ich habe an sowas auch Spaß, weil alle Männer, wir wissen es, wir sind große Kinder. Von dem her, ich finde sowas cool. Man braucht es nicht. Wie gesagt, ich bin gerade noch an einem Raketenofen dran. Das werdet ihr aber auch dann sehen. An einem kleinen Raketenofen und an einem großen Raketenofen, aber egal. Das ist einfach Zeug, das macht man. Ich sage jetzt mal nicht, um das mal beschäftigt ist, weil ich könnte auch andere Sachen machen. Nee, das mache ich, weil ich da dran einen Haufen Spaß habe. So wie irgendeiner Schach spielen geht, Fußball spielen geht, Tennis spielen geht. So ist das unser oder mein Hobby. Ich habe da einen Mod Spaß dran, was richtig Leckeres zu essen zu machen. Oder halt auch, klar, mal irgendwas Verrücktes zu bauen, mit Hilfe von der Blechfee. Link kommt unten rein, das ist mein Bruder. Absolut top. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Der weiß, was er macht, der weiß, wo er hinpacken soll. Das sage ich nicht, weil es mein Bruder ist. Das sage ich, weil der Kerl auch schon ein paar Jahre im Geschäft ist. Karosseriebaumeister. Der weiß, was er macht. Ich manchmal nicht. Aber das passt ganz einfach. Und von dem her, so ein Teil braucht man nicht. Aber es ist schön, dass man es hat. Oder wenn man es hat, ist es schon schön. Und von dem her, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag. In diesem Sinne, nee, reingehauen, das sagt der Jan, dann meckert er mich wieder an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Genau. Hallo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag.